Kinder, schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr alle gesund seid. Heute ist zu uns Hans Hase gekommen. Hans Hase hat bald Sommerferien und möchte Urlaub machen. Doch er hat jetzt ein großes Problem, denn er weiß nicht, womit er fahren kann. Hans Hase, vielleicht fährst du mit dem Zug oder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Oder mit dem Schiff. Oder du fliegst Flugzeug. Oder doch mit dem Auto. Oder du gehst einfach zu Fuß. Was meinst du, Hans Hase? Womit fährst du in den Urlaub? Oh, ich glaube, ich fahre ein bisschen Zug. Ich fahre ein bisschen Fahrrad. Ich fahre ein bisschen Bus. Ich fahre ein bisschen mit dem Schiff, fliege ein bisschen mit dem Flugzeug und ich fahre ein bisschen mit dem Auto. Und ein Stück gehe ich sogar zu Fuß. Na gut, Hans Hase, jetzt wissen wir, womit du in den Urlaub fährst, aber wir wissen nicht, was du in deinen Urlaub machen möchtest. Oh, das erzählt uns Hans Hase gleich. Wartet einen Moment. Tja, liebe Kinder, wir wissen schon, womit Hans Hase in seinen Urlaub fahren möchte, aber was er da machen wird, wird uns Hans Hase jetzt erzählen. Ich möchte Fußball spielen. Dazu brauche ich einen Ball. Oh ja, wenn Hans Hase Fußball spielen möchte, braucht er einen Ball. Ich möchte klettern. Dafür brauche ich ein Seil. Ich möchte schwimmen. Dazu brauche ich eine Schwimmbrille. Ich möchte Fahrrad fahren. Ja, dazu brauche ich ein Fahrrad. Ich möchte Tennis spielen. Und damit Hans Hase Tennis spielen kann, muss Hans Hase einen Tennisschläger haben. Hans Hase möchte laufen. Und zum Laufen braucht er Schuhe. Tja, liebe Kinder, ich hoffe, die Geschichte von Hans Hase hat euch gefallen. Ich habe noch eine Frage an euch. Und was macht ihr in euren Sommerferien? Das könnt ihr malen, ein Bild machen und es mir zuschicken. Ich warte auf eure Bilder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!